In dieser Folge vom Bewusstsein und Physis Podcast. Also es kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben, warum man solche Cravings hat. Kann natürlich zum einen eben dieses Suchtpotenzial dann halt auch schon vorhanden sein. Und es kann halt aber auch mit einem Protein- oder Nährstoffmangel zusammenhängen. Zum Beispiel verschiedene B-Vitamine, Magnesium, Zink oder Chrom. Und da wäre es aber wirklich sinnvoll, eigentlich halt eine Vollblutanalyse machen zu lassen, um zu checken, was ist es denn tatsächlich. Fruchtsäfte ist halt ein so ein großes Thema, also hier der Orangensaft oder Apfelsaft. Man würde niemals irgendwie 3 Äpfel oder 3 Orangen einfach essen. In einem Glas kriegt man das natürlich schnell runter. Das ist halt einfach dann die Menge viel zu viel. Bewusstsein und Physis, der Gesundheitspodcast. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Hör auf zu hoffen, dass dich jemand retten wird. Du brauchst auch niemanden mehr, der dich belügt. Auch ich kenne dieses Gefühl, das ungeahnte Kräfte in einem wecken kann. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Du bist besser! Hallo und herzlich willkommen hier im Bewusstsein und Physis Podcast. Ich habe heute nochmal die Easy zu Gast. Easy war schon letztes Jahr hier im Podcast. Worüber haben wir da gesprochen, Easy? Willkommen. Über Unverträglichkeiten. Hi, schön, dass ich wieder da sein darf. Yes. Genau, erster Podcast war über Unverträglichkeiten generell und Heute gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ja. Hast du inzwischen noch ein Buch rausgehauen, oder? Nee, ich arbeite mit Hochdruck dran. Das ist mein Plan und mein Ziel für dieses und nächstes Jahr, da an einem nächsten Projekt dran zu sein. Mhm. Mal sehen, was kommt. Ja, also Möchtest du noch nicht zu viel verraten oder hast du schon ein Thema? Nee, ich darf noch nicht zu viel verraten, Ja, das ist immer so eine Sache. Es gab auch eine, die war ja im Podcast, die ist jetzt bei Die Höhle der Löwen aktuell gewesen. Mhm. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Okay, ja, cool. Ja, wir haben uns eine ganze Weile jetzt nicht gehört. Ich bin gespannt, was du so berichtest. Und heute das Thema ist ja Zucker. Mal schauen, wir haben glaube ich, an Gesprächsstoff mangelt es uns jetzt nicht. Wir schauen einfach mal. Und freue mich drauf. Hast du Bock? Ja, ich mich auch. Ja? Absolut. ich habe vorweg so ein paar kleine Fragen an dich. Öffne mir die mal. Ich habe übrigens so eine ergonomische Maus. Hast du sowas schon mal probiert? Kennst du das? Nee. Ist ein bisschen seltsam. Also ich kenne das, aber ich habe keine. Ich habe noch so eine uralt Maus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Mit so einer Kugel? Bin aber dadurch, ja genau, ja. Echt geil. Aber ja, die ist echt noch oldschool. Aber geil. Funktioniert noch und ich bin eigentlich meistens mit Laptop unterwegs und habe halt nur das Touchpad da dran. Mhm. Von daher nutze ich die eigentlich sehr selten. Das macht bestimmt auch einen coolen Eindruck, wenn du irgendwie so im Zug sitzt und hast so einen übelst den neuen Laptop, wo so richtig krass ist, hast so Touchscreen auf dem Bildschirm und dann holst du so eine Maus mit so einer Kugel raus und machst erstmal die Staubflusen raus, damit sie wieder funktioniert. Genau. Wahrscheinlich sind die halt überhaupt nicht mehr kompatibel, aber... Ja, stimmt. Ja. Krass, ja, könnte sein. Ja. Ja, wir haben letztes Jahr, Easy, wir waren beim Find Your Flow Festival, glaube ich, wie hieß das? Was ist seitdem bei dir so passiert? Was hast du denn vielleicht auch so, was ist dir in Erinnerung geblieben von dem Event? Passiert ist generell viel. Also eben, ich bin ja letztes Jahr umgezogen und es ist viel passiert, aber gefühlt ist die Zeit einfach wahnsinnig schnell vergangen. Hier halt mit dem Business aufbauen und alles hat natürlich gedauert und bei dem Event selber, also ich war ja jetzt die letzten Jahre schon auch so ein bisschen auf dieser, ich sage jetzt mal, in die Richtung spirituell unterwegs und auch mit Meditation und so weiter und so fort. Aber das Event war halt echt einfach nochmal ein krasses Erlebnis, weil da einfach so viele Leute waren, die in die Richtung unterwegs waren. Und
ja, man halt eigentlich immer irgendwie noch was dazulernt. Also es war für mich insofern so spannend, dass man denkt halt irgendwie, man ist halt am Ende des Regenbogens angekommen, in Anführungsstrichen, und weiß halt schon alles. Aber ja, also ich fand es mega inspirierend, mega spannend, da die Vorträge halt auch anzuhören und zu sehen, wie tief das halt auch gehen kann und die Übungen, die man da teilweise gemacht hat, was die für einen Effekt haben können und dass man sich halt einfach immer irgendwie verändern und weiterentwickeln kann. Also da ist nie ein Ende in Sicht sozusagen. Ja, also für jetzt dich als Zuhörer, das war halt ein Event, das ging über mehrere Tage und waren zwei Tage, glaube ich, ne? Und vorher und nachher waren noch so extra Workshops, die ja buchbar waren. Wir waren bei Bruce Lipton, waren wir noch, ne? Und es gab halt ganz viele Workshops, Vorträge, Präsentationen, Musik wurde gemacht, gesungen wurde. Was waren noch? Ja, Meditation, solche Sachen, Breathwork-Sessions, ja. Kommunikation mit den Toten. Das passt auch, solche. Ja. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, über Flachwitze. Und ich habe von der KI einen Flachwitz bekommen. Ich habe gesagt, gib mir den besten Flachwitz der Welt. Okay. Und jetzt habe ich die Frage an dich, Easy: Warum gehen Geister nie zum Arzt? Keine Ahnung. Weil sie nur an Heimsuchungen leiden. Der ist irgendwie so schlecht, dass er schon lustig ist, oder? Vielleicht wirkt er auf Deutsch einfach nicht. Das kann sein, ja. Musst ihn mal fragen, dass er ihn dir auf Englisch gibt. gehst du dieses Jahr auch zum Find Your Flow? Hast du da schon drüber nachgedacht? Eventuell ja. Also ich bin ja hier relativ in der Nähe von Basel, von daher würde es sich anbieten, aber ich habe jetzt noch nicht so weit im Voraus geplant. Ja. Also mal gucken. Können wir uns es sind gerne. Halt viele Events tatsächlich, wo man gerne hin würde und man kann sich halt nicht zerteilen und ja. Ja. Bist du dieses Jahr auf irgendwelchen Biohacking-Events zu treffen noch? Flowfest ist ja nicht. Soweit ich es mitbekomme. Genau, Flowfest ist ja nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich nach Helsinki gehe, aber ja, weil ich da eigentlich noch ein Ticket habe, aber muss jetzt auch mal gucken, weil jetzt halt auch langsam die Foodtruck-Saison wieder losgeht, wo ich mich natürlich auch drauf freue und da halt vor allen Dingen den Sommer über auch einfach viel ist und hier im Umkreis dann halt auch viel ist. Von daher, also wo ich denke ich auf jeden Fall wieder hingehen werde, ist Bad Dürheim. Das fand ich letztes Jahr sehr schön, sehr familiär und einfach im kleinen Kreis. Aber es sind halt echt dieses Jahr viele Events, also auch in Norddeutschland, wenn man mal so nach Biohacking, Longevity und so weiter sucht, ist es echt immer mehr im Kommen, wenn man das so sagen will. Ja. Das stimmt, ja. Ja, schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns ja oder gehen nochmal zusammen zum Find Your Flow. Jo, klar. Gästebett ist vorhanden. Ja, es war mega, ja, dass ich da pennen konnte. Lass uns gerne reinstarten. Ich habe noch eine Frage von der Priscilla, die war zuletzt im Podcast. Ja. Eine persönliche Frage. Welches war das erste Wort, was du gesprochen hast? Kannst du dich daran erinnern? Nicht wirklich. Und ansonsten, wenn du dich nicht dran erinnern kannst, hat sie gesagt, was ist dein Lieblingswort? Schwierig. Vielleicht Longevity. Ja. Einfach weil du es ständig hörst oder weil es schön klingt oder weil es an sich... Ja, also weil es schön klingt und weil da so viel drin steckt, was man halt tun kann und ja. Ich mich halt einfach sehr viel mit der ganzen Thematik befasse und da viel ins Detail gehe und da schon halt auch viel ausprobiere. Ist irgendwie, interessiert mich halt einfach komplett das Themenfeld. Ja, und ausprobieren passt auch zum Thema Zucker, weil da gibt es ja auch diverse Alternativen und Möglichkeiten und da können wir jetzt reingehen in das Thema. Und du hast mir im Vorfeld schon einige Punkte zugeschickt, über die wir sprechen können. Das ist schon mal sehr, sehr nice, weil ich habe das Gefühl, die Podcast-Folgen, wo wir wirklich eine Struktur haben, dass die auch nochmal, gerade was so Informationen angeht, ne, dass die wirklich sehr gut ankommen auch. Da kriege ich immer gutes Feedback. Und zuallererst mal der Punkt, okay, Zucker.
was ist denn Zucker überhaupt? Also es heißt halt immer, ja, Zucker ist ungesund, Zucker macht dies, Zucker macht das, musst zuckerfrei dich ernähren, damit du gesund bleibst und so. Und was genau bedeutet denn Zucker? Weil Zucker kann ja natürlich wie auch, ich sag mal, industriell sein. Ja, also es ist natürlich eben also ein großer Begriff, der über so vielem steht. Also wenn man es jetzt mal chemisch gesehen betrachtet, gehört Zucker halt eigentlich zu den Kohlenhydraten. Mhm. Und Kohlenhydrate sind ja neben Proteinen und Fetten eine der drei Makronährstoffe, die ja unser Körper eigentlich eben für Energieproduktion und als Bausteine für Wachstum und Reparatur benötigt. So, das mal so als Überbegriff. Und dann gibt es halt eben also verschiedene Arten an Zuckern. Zum einen die Einfachzucker, das wären die Monosaccharide, die halt aus einem Zuckermolekül oder einer Zuckermoleküleinheit bestehen. Dazu gehören Glucose, also hat man vielleicht als Traubenzucker schon mal gehört, was die wichtigste Energiequelle eigentlich unseres Körpers ist. Mhm. Dann die Fructose, bekannt eben aus Frucht oder Fruchtzucker, was ja vor allen Dingen halt eben in Früchten und einigen Gemüsesorten oder halt dann auch eben in Honig etc. vorkommt. Und die Galaktose, die in hauptsächlich in Milch und Milchprodukten vorhanden ist. Mhm. Das sind so die Monosaccharide. Dann gibt es als nächste Stufe die Disaccharide. Seid jetzt ja alles gerade ein bisschen chemisch, aber nur damit man da mal einen Überblick hat, was ja eigentlich Zucker sind. Die bestehen sozusagen eigentlich aus zwei Monosacchariden, die miteinander verbunden sind. Da gehört die Saccharose dazu. Das ist unser typischer Haushaltszucker, den wir eigentlich, das weiße Zeug, was man tagtäglich verwendet. Mhm. Und eigentlich bei uns so in der, ja, der meisten verbreitete Süßstoff in dem Sinne ist. Dann als nächstes noch die Laktose, das ist der Zucker eben in Milch, der aus Glucose und Galaktose besteht. Kennt man im Endeffekt hier mit Laktoseintoleranz, dass man den halt nicht gut verträgt. Mhm. Und als nächstes noch die Maltose, das ist der sogenannte Malzzucker, der entsteht eigentlich bei der Verdauung von Stärke und besteht aus zwei Glucosemolekülen. So, und dann gibt es als drittes noch komplexere Kohlenhydrate, die eigentlich aus langen Ketten von Zuckerbausteinen bestehen. Das sind dann die Polysaccharide, also die Mehrfachzucker. Und dazu zählen zum Beispiel sowas wie Stärke oder Ballaststoffe. Das sind halt, hat man sicher auch schon mal gehört, die komplexen Kohlenhydrate dann eher. Da zählen vor allen Dingen sowas wie also so Vollkornprodukte oder sowas wie Quinoa, Haferflocken etc. dazu, die langsamer verdaut werden und eigentlich über einen längeren Zeitraum dann Energie liefern. Also das wäre mal jetzt von der chemischen Seite betrachtet, was eigentlich so Zucker in dem Sinne ist. Und genau. Das heißt, also für mich, ich bin was so im Alltag, ne, wir haben auch vorhin kurz darüber gesprochen, manchmal, also bei mir ist es manchmal so, dass all die Informationen, die ich so habe, dass die mir manchmal so eine Art Hindernis sind, weil ich dann anfange, zu komplex zu denken irgendwie, ne? Und manchmal wollen die Leute einfach nur hören, keine Ahnung, ist Fleisch, weil da ist Protein drin. Und ich denke dann so, da ist noch das und das drin und das und so, ne? Und versuche dann irgendwie das so komplex alles irgendwie darzulegen, obwohl das halt gar nicht nötig ist für die meisten. Und ähnlich sehe ich es dann auch bei Zucker. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ey, hör auf Zucker zu essen, das ist ungesund, müsste man natürlich, also so wie du es jetzt auch auseinanderklamüsert hast, mal schauen, was genau denn für Zucker, weil das kann ja für die Leute auch unterschiedlich sein. Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall die Folgen, die wir schon aufgenommen haben zu Unverträglichkeiten, sind da auf jeden Fall ergänzend zu der Folge hier sinnvoll, sich mal anzuhören. Ja, absolut. Klar, sowas jetzt wie Laktose etc. oder Unverträglichkeiten in die Richtung hat natürlich nochmal andere Gründe oder Ursachen, warum man die jetzt nicht gut verarbeiten kann. Bezüglich ungesund oder gesund ist natürlich immer, ich sage jetzt mal, ein bisschen eine Auslegungssache, beziehungsweise wie man es für sich selber wahrnimmt. Viele Leute denken ja irgendwie, ja gut, ich gönne mir ja mal ein Stück von der Sahnetorte, aber vergessen halt, dass sie gestern und vorgestern halt auch schon ein Stück Sahnetorte hatten. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil was ist denn, oft wird ja gesagt, easy, das Zucker ist schädlich, Zucker ist ungesund. Was denkst du denn dazu? Ist das pauschal zu sagen? Weil dann würde es ja auch heißen, ey, Obst ist ja auch ungesund.
Ja, es kommt wie bei vielem tatsächlich auf die Menge drauf an. Und eben, es gibt halt ja die verschiedenen Zuckerarten, die halt auch unterschiedlich verstoffwechselt und verarbeitet werden und entsprechend dann ja mehr oder weniger gesund oder ungesund sind. Aber es ist halt wie bei allem so einfach, übermäßiger Verzehr von Zucker ist eben nicht gesund. Und man muss dann eben immer gucken, was sind denn die täglichen Lebensmittel, die ich esse und wie viel ist da drin enthalten. Und die meisten Leute sehen halt auch nicht wirklich, dass sowas wie Brot, Nudeln, Pizza im Endeffekt auch Kohlenhydrate und im Endeffekt halt auch Zucker ist. Mhm. Und da ist dann halt die Summe des Ganzen, die einfach problematisch wird, weil der westliche Mensch heutzutage meistens halt schon irgendwie 2-3 Scheiben Brot frühstückt oder hat die weiß nicht, 15 Cent Weißbrotsemmeln. Mittags dann halt irgendwie Pasta isst und am Abend dann noch zum Pizzaessen geht. Und da kommt man natürlich über den Tag halt auch auf die Summe an Kohlenhydraten, die dann im Körper letztendlich zu einzelnen Zuckermolekülen abgebaut werden und dann halt auch ungesund sein können. Ja, das ist echt so, ja, das ist auch so mit einer der häufigsten Fragen, die dann irgendwie, ich arbeite viel mit Menschen zusammen, die halt massive Darmprobleme haben. Und da geht es dann oft um die Frage, hey, was soll ich denn jetzt frühstücken? So, wenn nicht Brötchen, wenn nicht Brot. So, ne? Und das ist so verankert gesellschaftlich. Ja. Schon ja, absolut. Schwierig. Und es sind halt auch dann einfach keine sinnvollen Nährstoffe entsprechend enthalten. Also ich meine, wenn man sich anschaut, Weißbrot mit Marmelade zum Frühstück, das kann nicht lange satt halten. Also da ist halt einfach nicht viel drin, was irgendwie Energie liefert über den Tag. Und das ist kein Wunder, dass man natürlich dann nach 1-2 Stunden wieder Hunger hat. Mhm. Ja. Ist denn, was hast du heute schon gefrühstückt? Ich habe heute schon gefrühstückt, ja. Was gab es bei dir so? Ich habe heute Rührei gehabt, was ich eigentlich meistens tatsächlich habe, weil ja, mir das einfach gut Energie gibt und viele Nährstoffe da drin enthalten sind. Ich esse schon auch mal eine Scheibe Brot, ja. Also man muss halt immer irgendwo ein bisschen die Balance in dem Sinne halten, aber man darf halt nicht vergessen, dass man, wie gesagt, halt gestern und vorgestern da halt vielleicht auch schon nicht drauf geachtet hat und das summiert sich dann halt über den Tag oder über die Woche und wenn man halt 365 Tage im Jahr jeden Tag eine Scheibe Brot isst, ist es halt einfach zu viel. Ja. Und ich glaube, man muss halt ein bisschen auch aufpassen, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich merke, dass ich persönlich halt da sehr strikt bin, was das angeht und es dann auch teilweise eben von meinem Umfeld erwarte. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich mir dann denke, oh Gott, was tust du da eigentlich? Aber jeder muss halt irgendwie für sich da seinen Mittelweg finden. Nur die Leute brauchen sich halt nicht zu wundern, wenn sie halt ja, weitermachen, wie sie immer ihr Leben gehandhabt haben und halt immer so essen und immer den gleichen Ablauf haben und dann halt eine Veränderung erwarten. Also man muss halt schon irgendwo was umstellen, um eine Verbesserung der Gesundheit oder wie auch immer, um abzunehmen oder was auch immer zu erreichen. Das geht nicht dadurch, dass man weitermacht, so wie man es die letzten 30 Jahre gemacht hat. Ja, das ist, ich finde das halt auch interessant, je nachdem, welche Altersbereiche du so kommst, auch also von Bekannten und Menschen, Familie und so, habe ich halt oft das Gefühl, dass halt ab einem gewissen Alter werden gesundheitliche Probleme schon erwartet. Und dann werden halt nur Medikamente genommen, irgendwas dergleichen, Symptombehandlung. Und die Ärzte und so, die sprechen nicht mal darüber, ne, dass dieses Brot mit Marmelade am Frühstück, also dass das nicht so sinnvoll ist. Ne? Und danach wird aber dann irgendein Medikament eingeworfen, wo ich mir halt so denke, ah, naja. Ja, die Problematik an der ganzen Sache ist halt, dass der Mensch halt gerne eine schnelle Lösung hat. Also eine Veränderung, da eine Routine reinzukriegen, eben jetzt nicht mehr täglich das Brot mit Marmelade zu essen, das ist einfach für die meisten Leute zu schwierig. Es ist halt leichter, einfach nur eine Pille einzuwerfen und alles so zu machen wie bisher. Aber die große Krux an der Sache ist ja, dass halt leider die meisten Ärzte ja auch nicht wirklich viel Ahnung von Ernährung haben. Und also ich will jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Ausbildung ist es leider einfach immer noch ein sehr geringer Bereich, wo das drankommt und wie viel man mit einer Umstellung da halt tatsächlich erreichen kann. Und gerade auch eben sowas wie Insulinresistenz oder Diabetes bedingt durch zu viel Zuckerkonsum,
ist halt was, was extrem zugenommen hat und immer weiter zunimmt und auch im Kindesalter immer häufiger wird, wo es ja eigentlich früher eher so die Erwachsenenkrankheit war. Und es liegt halt im Endeffekt dadurch, wie wir von klein auf aufwachsen mit den ganzen Sachen. Also ich sehe da immer wieder Eltern mit ihren Kindern, die ihnen Apfelschorle hin zum Frühstück dazustellen. Oder ja, auch einfach dieses ganze Kekse und weiß ich nicht was, diese ganzen verarbeiteten Sachen, da tut man seinen Kindern einfach keinen Gefallen damit. Also das. Da können wir später noch auf Insulinresistenzen so eingehen, wie sich das dann auswirkt, warum das ne, im Speziellen nicht so sinnvoll ist, so ein Frühstück auch zu haben. Aber das, was du sagst, kann ich auch von den, ich sag mal, Kindern von anderen Familien, was ich so mitbekomme, was jetzt, ich sag mal, nicht Familien sind, die da besonders drauf achten oder die sich dessen bewusst sind, dass das auch so eine Rolle spielt, ja. Für die quasi Essen einfach Essen ist. Ne? Ich gehe in den Supermarkt und alles ist erstmal Essen. So, und ich suche mir einfach was aus und esse das dann. Und dass die Kinder da zum Frühstück Süßigkeiten, zum Mittagessen gibt es dann eine Nachspeise. Nachmittags gibt es dann auch nochmal irgendwelche Getreidesachen oder Süßigkeiten. Und das ist irgendwie, es ist heftig. Ne? Und die Kinder sind immer drüber irgendwie. Weil sie natürlich keine Nährstoffe haben, ständig da Zucker-Crash irgendwie. Und viel zu viel Energie irgendwie, ne? Ja. Ja, absolut. Und das ist ja also nicht nur zu Hause der Fall, sondern auch ganz oft, wenn man sich halt anschaut, irgendwie in Kitas oder Kindergärten, wo es dann halt irgendwie den Milchreis mit Erdbeersoße, wo halt vielleicht eine halbe Erdbeere und ansonsten Zucker drin ist, zu essen gibt. Also nährstoffreich ist das halt auch nicht. Und also wo soll das Kind irgendwie seine Bausteine ziehen? Also gerade Kinder, die ja noch eben im Wachstum sind, die ja noch viel, viel mehr, einen viel höheren Nährstoffbedarf haben als ein Erwachsener. Wo soll das herkommen? Also da müsste wirklich eine Veränderung passieren in dem Bereich. Vor allem, um das noch kurz von meiner Seite abzuschließen, weil die Kitas, es werden ja immer mehr Kitas, so gesunde Kita und sowas, ne? Gleichzeitig verschwinden in diesen gesunden Kitas ja immer mehr tierische Lebensmittel, weil die ja quasi als ungesund gebrandmarkt sind und damit halt auch die ganzen Proteinquellen häufig, ne? Und dann sind halt viele Kohlenhydrate stattdessen dann da. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Sache, weil halt in den meisten Kitas wahrscheinlich halt nicht auf Weiderind und Co. geachtet werden kann, weil das preislich einfach nicht umsetzbar ist. Und natürlich, klar, bevor man dann halt aus Massentierhaltung die Sachen da hat, was man ja auch nicht unterstützen möchte, wird es halt vom Speiseplan gestrichen. Aber es nur durch Kohlenhydrate zu ersetzen, ist halt absolut nicht sinnvoll. Ja. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn du den Bewusstsein und Physis Podcast magst und er dir hilft, dann bitte hinterlasse eine ehrliche Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Das hilft mir und dem Podcast sehr. Wenn du bereits eine Bewertung abgegeben hast, dann schicke diese Folge gerne einem Menschen, von dem du sicher bist, ihm kann dieser Podcast sehr helfen. Danke für deine Unterstützung und dass du anderen dabei hilfst, ihre Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Weiter geht's mit der Folge. Du hast einige interessante Punkte hier aufgeschrieben, die auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend auch für mich sind, weil das ist so eine Frage, was die Historie vom Zuckerkonsum generell so das Thema Zucker angeht, wie sich das entwickelt hat. Da bin ich mal gespannt. Was hast du denn da so für eine Meinung oder für Wissen auch? Also ich meine, im Prinzip, das kurz zusammengefasst, früher war ja eigentlich Zucker ein Luxusgut, ähnlich wie Salz. Das war halt nicht viel vorhanden. Das wurde halt eher den reichen Leuten beziehungsweise halt auch im Medizinbereich halt genutzt und hat sich dann eigentlich so im 15., 16. Jahrhundert über die europäischen Seefahrten und so halt immer mehr ausgebreitet und kam dann im Endeffekt, also so im 19. Jahrhundert hat man dann angefangen durch die neuen Technologien hier mit der Industrialisierung, dass die Zuckerproduktion sich halt verändert hat und dass halt eigentlich eine massenhafte Herstellung durch die Raffination von Zucker möglich geworden ist. Und dadurch wurde er dann halt billiger und für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich. Und dadurch kam halt eigentlich dann immer mehr und mehr der Zucker halt auch in irgendwelchen verarbeiteten Produkten mit rein, weil der halt da viel für eine gute Konsistenz, für einen guten Geschmack und so weiter gesorgt hat. Und es hat sich halt eigentlich über die letzten Jahre dann immer mehr hochgeschaukelt, sage ich jetzt mal, weil es halt auch eine Gewöhnungssache ist. Also man merkt es ja auch, wenn man das Ganze wieder umkehrt und halt langsam anfängt, Zucker zu reduzieren und halt eher
auf eine Zartbitterschokolade oder so hinarbeitet und dann mal wieder so eine normale Standard-Vollmilchschokolade isst, es ist einfach viel zu süß. Mhm. Und so ist es halt eigentlich über die Jahrhunderte in die andere Richtung gegangen, dass halt einfach immer mehr und mehr dazugekommen ist. Dass halt auch sowas wie eben diese ganzen Fructose-Sirup-Geschichten vor allen Dingen halt in Amerika auch in Produkten zugesetzt wurde und dass man sich halt da immer mehr dran gewöhnt hat. Und Zucker generell oder etwas, was süß schmeckt, essen wir ja deshalb, weil es uns eigentlich sagt, es ist reif. Und was reif ist, ist natürlich gut und gesund und nährstoffreich. Also vom Gehirn her ist es natürlich irgendwo eine sinnvolle Sache, dass wir darauf aus sind, das Ganze zu essen, aber halt nicht in dieser reinen Form. Also normalerweise kommt Zucker halt in der Natur in irgendeiner Art Verbund vor, wie jetzt in einem ganzen Apfel oder so, aber halt nicht als Auszug, den wir halt so einzeln konsumieren. Und das ist, glaube ich, einfach das große Problem, dass man das Ganze halt als Monoprodukt in dem Sinne verwendet und das Ganze dadurch dann halt viel zu krass überdosiert. Es ist, also auch wenn ich jetzt so mir einfach nur vor Augen halte, wie viele Menschen auf der Straße zu sehen sind, die einfach auch erkennbar stark übergewichtig sind. Das, wenn ich mal darauf achte, auch hier als Zuhörer, vielleicht mal interessant, so das zu beobachten, von 10 Menschen, die du auf der Straße triffst, wie viele sind schlank, wie viele sind vielleicht auch trainiert, wie viele sind da, ich sag mal, in ihrem Idealgewicht, wo sie nicht irgendwie untergewichtig sind, das heißt irgendwie mangelernährt oder halt stark übergewichtig und so. Und das ist ja leider schon, gerade wenn du im Sommer als schlanker Mensch noch durch die Straßen gehst, zumindest geht es mir so, und du machst ein bisschen Sport, dann bist du ja schon wie so ein Alien inzwischen. Das ist halt heftig auch. Ja, also es hat sehr zugenommen und vor allen Dingen halt auch vom Kindesalter an, also dass halt Kinder bereits übergewichtig sind. Und ich meine, die sollten ja eigentlich, die bewegen sich ja viel und springen rum und so weiter und so fort. Und wenn selbst bei denen das ansetzt, dann sollte man sich halt überlegen, wo da was schiefläuft. Und die Sache ist natürlich halt auch die, dass man muss ja nicht übergewichtig sein, um eine Fettleber zu haben. Ja, das ist halt auch einfach so eine Thematik, die Leute immer vergessen. Die ist ja schlank, die kann das ja gar nicht haben. Aber die kann genauso bei schlanken Leuten entstehen. Also du kannst genauso mit dem Zucker deine Leber überlasten und eine Insulinresistenz entwickeln. Dafür musst du nicht übergewichtig sein. Das ist ja, was Gerrit Käferstein, der ja auch hier im Podcast war vor einer Weile, den ich jetzt auch nochmal eingeladen habe zu einem anderen Thema, mal gucken, ob es bald zustande kommt, wo er auch drüber gesprochen hat, dass viele Menschen, gerade was die chronischen Krankheiten angeht, schon Prädiabetes haben und sowas und das ein Marker ist, den man messen kann auch, ne, ein Stück weit. X Jahre bevor das Ganze eben halt schon eintritt. Und da müsste eigentlich die Medizin halt hingehen. Und ich meine, es gibt ja hier diese CGM-Tracker. Wer das mal für sich selber testen möchte, wie er auf bestimmte Lebensmittel so reagiert, irgendwie nach einer Scheibe Weißbrot, wie der Blutzucker da entsprechend in die Höhe geht. Allein das eben zeigt halt schon, dass das ist eine Stressreaktion für den Körper. Und wenn du das halt deinem Körper aber 30, 40 Jahre antust, irgendwann ist das System halt überlastet. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und da fängt es dann halt an eben hier mit Erkrankungen eben wie Diabetes etc., die dann die Ausprägung des Ganzen sind. Aber die Anfänge von dieser Erkrankung haben halt viele Jahre davor schon begonnen. Ja. Ist das aus deiner Sicht jetzt speziell Deutschland oder Europa? Gibt's da so Länder, wo du sagst, ey, die achten da auch drauf, gesetzlich und so, dass das nicht so überhand nimmt? Oder wie ist das so? Wir haben es ja mal so ein bisschen versucht mit dieser Zuckersteuer. Hat ja nicht so ganz funktioniert. Das gab es? Es stand ja mal zur Debatte im Endeffekt, dass man ja wirklich halt auf zuckerhaltige Getränke irgendwie eine Steuer setzt. Hat sich ja jetzt aber irgendwie verlaufen, ohne da jetzt Namen von Politikerinnen zu nennen. Ich glaube, Kolumbien ist es tatsächlich so, oder Südamerika, wo es eine Zuckersteuer tatsächlich gibt mittlerweile, wo auch dieser Fructose-Sirup gar nicht mehr zugesetzt werden darf, wenn ich mich nicht irre, weil sie halt eben dort auch extrem gesehen haben, dass halt auch sehr, sehr viele Kinder übergewichtig sind und sie da halt auch was dagegen unternehmen wollen. Aber ich meine, generell allen voran, also was halt den extremen Zuckerkonsum betrifft, ist halt Amerika einfach immer noch ziemlich weit vorne, weil da halt alles irgendwie doppelt und dreifach so süß ist wie hier. Ja, ja.
Ja, da muss ich mal an das Bild der Eierkuchen denken, wo dann dieser Sirup drüber läuft. Das erinnert mich immer an Cartoons auch irgendwie. Ja. Und hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass in den Eierkuchen selber mindestens genauso viel Zucker ist. Zuckerkuchen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass das in der Natur nicht so vorkommt, dass, ich sag mal, der Zucker einfach direkt durchgeht oder so, ne? Gerade was jetzt das Thema Verdauung angeht und dass da halt zum Beispiel, ne, sind Ballaststoffe dabei, dass das alles auch ein bisschen gebremst wird. Und kannst du so kurz einen Überflug geben, wie Zucker denn überhaupt verdaut wird? Viele denken auch nicht daran, wo das wirklich beginnt. Was hast du da so für Gedanken? Ja, genau. Also die Verdauung im Endeffekt beginnt halt eigentlich im Mund. Also es heißt halt nicht umsonst dieser Satz, irgendwie gut gekaut ist halb verdaut, weil wir halt im Mund bereits Enzyme haben, die anfangen, das ganze Nahrung eigentlich in ihre einzelnen Bestandteile zu zersetzen. Das ist hier jetzt vor allen Dingen zum Beispiel das Enzym Amylase, das die Mehrfachzucker eben in ihre Einzelteile aufspaltet. Dann geht das Ganze erstmal weiter in den Magen, wo die Magensäure dann durch mechanische Bewegungen auch vom Magen das Ganze weiter zersetzt. Da wird auch erstmal dann die Aktivität der Amylase deaktiviert, also unterbrochen, aus dem Speichel sozusagen vorhanden ist, sodass keine weitere Stärkespaltung mehr stattfindet. Und dann geht das Ganze weiter in den Dünndarm, wo dann eigentlich so die Hauptverdauung stattfindet. Da kommen dann weitere Enzyme von der Bauchspeicheldrüse hinzu und der Zucker wird halt dann wirklich in die Monosaccharide, also eben in die Einfachzucker dann aufgespalten. Und das sind eben dann Glucose, Fructose und Galactose und die werden dann über die Darmwand aufgenommen und gehen ins Blut. Und da ist es dann auch eben, wo man feststellen kann, dass ein Blutzuckeranstieg vorhanden ist. Weil wenn wir eben zu viele von diesen Einfachzuckern haben, werden die sehr, sehr schnell verdaut und gehen entsprechend sehr, sehr schnell ins Blut. Und dann haben wir halt so einen krassen Peak. Mhm. Und wenn wir jetzt aber Vollkornprodukte beziehungsweise komplexere Kohlenhydrate gegessen haben, dann verläuft diese Verdauung halt relativ langsam und es wird halt eigentlich in kleinen Mengen dann der Zucker ins Blut abgegeben, wodurch wir dann halt einen relativ stabilen Blutzuckerspiegel haben. Und dadurch, dass dann eben eigentlich dieser Zucker im Blut ist, also diese Glucose im Blut ist, wird über einen Prozess, der nennt sich Glykolyse, die Glucose abgebaut, um eigentlich ATP zu produzieren. Also das, und ATP ist unsere universelle Energiequelle für zelluläre Prozesse. Also eigentlich ohne ATP können wir uns nicht bewegen, ohne ATP können wir nicht rennen, ohne ATP haben wir keine Energie zum Aufstehen, zum Machen, zum Tun sozusagen. Schon zum Denken wahrscheinlich einfach die grundlegendsten Lebensfunktionen. Dafür, also brauchen wir für unsere Muskeln, für unser Gehirn, für alles im Endeffekt ATP und die wird halt aus der Glucose dann letztendlich gewonnen sozusagen. Ja. Genau, und so funktioniert halt eigentlich der Ablauf oder die Verdauung von Zuckern in dem Sinne. Mhm. Und wenn ich es jetzt nach meinem Kenntnisstand richtig deute, ist halt, wenn ich direkt, mal angenommen, ich kam mir neulich mal einer entgegen, der hatte sich was vom Asiaten geholt und hat es so on the go einfach so aus der Packung gegessen. Ich dachte mir so, krass, das erstens würde mir das überhaupt null Befriedigung geben irgendwie, egal was ich da essen würde, mitten beim Gehen zu essen. Und zum anderen dachte ich mir so, ja, viel Spaß bei der Verdauung. So, ne? Weil das, ne, wie siehst du das, wenn Leute so im Stress oder unterwegs essen? Von deiner Erklärung her macht das ja auf jeden Fall was aus. Ja, absolut. Also das macht extrem viel aus. Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, also dass dieses System richtig arbeitet, wenn wir in Ruhesituationen sind. Wenn wir am Rumlaufen sind, wenn wir irgendwie im Stress sind, nebenher was anderes machen, dann ist das eigentlich für unser System immer Säbelzahntiger, sage ich jetzt mal, weil einfach der Körper aktiviert ist, in Bewegung ist und da ist keine Zeit. Also es gibt ja eben dieses Parasympathikus-Sympathikus-System. Da ist keine Zeit für Verdauung, da ist keine Zeit für Regeneration, für Reparatur. Dann ist man eigentlich halt im Fluss vom Säbelzahntiger davon zu rennen. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, wirklich
wenn man isst, dann soll man essen, dann soll man wirklich eigentlich nichts anderes machen, sondern soll sich darauf konzentrieren, soll wirklich in Ruhe kauen und jeden Bissen eigentlich wahrnehmen, weil das ist auch einfach ein großes Problem. Die meisten Leute kauen halt jeden Bissen irgendwie nur 2-3 Mal und schlucken das Zeug dann runter und wundern sich dann, dass natürlich der Magen irgendwie das nicht auf die Reihe kriegt, das zu zersetzen. Also ja, es kommt halt hinten dann im Endeffekt so raus, wie es oben reingegangen ist, und da kannst du natürlich dann auch keine Nährstoffe aufnehmen und entsprechend halt auch keine Energie daraus gewinnen. Kennst du South Park? Ja. Jetzt gibt es so eine Folge, da ist es alles umgedreht. Da essen die mit dem Hintern und verrichten ihr Geschäft mit dem Mund. Kennst du das? Da muss ich gerade dran denken. Nee, also die Folge kenne ich nicht, aber... nicht weiter wild. weil du gesagt hast, es kommt dann so raus, wie du es reingegeben hast. Ja, es ist halt im Endeffekt so. Also es ist, natürlich redet da keiner gerne drüber. Das ist halt immer was hinter verschlossenen Türen stattfindet, sag ich mal. Aber wenn man da wirklich mal sich genauer anschaut, wie die Zusammensetzung des Ganzen ist und dann da irgendwie die Maiskörner drin schwimmen, ja, kein Wunder, wenn man sie nicht anständig gekaut hat. Also das ist, ja, sollte einmal bewusst sein. Mais ist ein spannender Punkt, weil das fragen sich sicherlich auch viele, oder habe ich auch öfter mal so gehört, so, ja, kannst du Mais essen, das ist gesund und so. Und dann auch bei Kindern, ne, gerade jetzt dadurch, dass ich Kinder habe, und wisch den halt auch im Po ab, und dann siehst du halt oft, was da übrig bleibt. Ne. Und gerade bei unserer Großen, die wir am Anfang auch vegan ernährt haben und so, da war die Stuhlhäufigkeit höher und die Konsistenz war auch viel breiiger. Und da haben wir auch immer gesehen, dass da irgendwelche Essensreste drin waren und so. Wir haben auch Stuhlproben gemacht, wo wir dann gesehen haben, ey, Fett und Protein und so, das wird alles gar nicht richtig verdaut. Und da habe ich das auch immer gesehen mit dem Mais. Was denkst du denn so ein Thema Mais? Ist das, selbst wenn ich, also kann ich das... Das ist ja auch so klein, da flutschen ja öfter mal Maiskörner durch. Kann ich das überhaupt richtig so kauen? Und selbst wenn ich es dann zerquetsche beim Kauen, kann ich das richtig verdauen? Was denkst du? Ja, also optimal natürlich nicht. Also man kriegt es im Mund wahrscheinlich nicht so fein, dass es so fein ist, dass man es optimal verdauen kann. Was eine Möglichkeit ist, ist, dass man halt sowas wie Polenta zum Beispiel nutzt oder verwendet. Also es machen ja auch viele indigene Völker, die einfach... wie man früher Lebensmittel verarbeitet hat. Ja, da wurden halt echt Mehle noch anständig gemahlen und halt anständig eingeweicht und damit halt auch Antinährstoffe deaktiviert werden und so, um dem Körper da halt eigentlich ein Stück weit die Verdauung halt abzunehmen oder ihn zu unterstützen. Also da kann man auf sowas zum Beispiel ausweichen. Aber Mais ist natürlich generell halt insofern nochmal eine schwierige Sache, weil der halt heutzutage auch sehr hochgezüchtet ist. Da sollte man natürlich auch gucken, dann eher Bio oder Demeter zu verwenden. Und es gibt halt auch viele Leute, die halt generell auf Mais reagieren, den halt gar nicht gut vertragen. Also da kenne ich auch immer wieder Leute, die da sehr schlecht darauf ansprechen und den generell sehr schlecht verstoffwechseln können. Warst du früher auch so ein Kind, was durchs Maisfeld ist und die Kolben genascht hat? Nee, tatsächlich nicht, aber bei uns gab es früher immer wirklich so Zuckermais, so richtig lange im Schnellkochtopf gekocht. Und der war dann halt richtig, richtig weich. Also den konntest du halt auch echt gut kauen. Das, was man heutzutage meistens halt eben in den Dosen kriegt, ist halt auch natürlich relativ hart. Und man kann das halt gar nicht so gut zerkauen oder zerbeißen. Ja, wir haben früher auf dem Dorf, da war ein Feld mit Mais alle paar Jahre. Und da habe ich auch in nahezu jedem Reifezustand den Mais gegessen. Entweder diese Baby-Maiskolben dann, wenn die noch gar nicht so reif waren, oder wenn sie dann schon eigentlich fast so hart waren, dass du sie gerade so noch irgendwie beißen kannst und dann dieses mehlige Wasser im Mund, so, weißt du, das so Stärke, das ist so. Ja, ja. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass es bei manchen Leuten auch Probleme gibt, bestimmte Sachen zu verdauen. Was ist denn jetzt von dem Verdauungsprozess, wie du es beschrieben hast, oder wo liegt dann das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel laktoseintolerant, fruktoseintolerant bin? Was kannst du da vielleicht, wir haben ja eine ganze Podcast-Folge auch da schon zu aufgenommen, aber kannst du da noch kurz den Wink nochmal geben? Ja, genau. Also bei Laktose- oder Fruktoseintoleranz ist es eine andere Ursache in dem Sinne, also da sind eigentlich zu wenig Verdauungsenzyme bzw. Transportproteine vorhanden, um den Zucker anständig verarbeiten zu können. Also bei der Laktose ist es dann die Laktase, also die Enzyme, die fehlen. Bei der Fruktose ist es das GLUT5-Transportprotein, wo einfach zu wenig vorhanden ist oder zu träge ist und dadurch halt einfach der Verdauungsprozess nicht richtig stattfindet. Und
die unverdauten Bestandteile dann vom Dünndarm in den Dickdarm gelangen, wo sie dann von Bakterien zersetzt werden. Und das verursacht dann eben diese typischen Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Durchfall etc. Eigentlich dadurch, dass diese Enzyme oder Transportproteine nicht richtig vorhanden sind. Das kann genetisch bedingt sein, es kann aber auch aufgrund einer Störung im Verdauungstrakt, also erworben sein in dem Sinne, zum Beispiel durch eine unerkannte Zöliakie oder durch ein Leaky Gut. Und wenn man da letztendlich die Problematiken angeht, kann es halt auch sein, dass solche Unverträglichkeiten wieder besser werden oder dann auch wieder verschwinden. Ist denn, was hältst denn du von so Verdauungsenzymen? Nutzt du sowas? Sind in vielen Fällen sinnvoll tatsächlich, weil bei ganz vielen Leuten die Bauchspeicheldrüse oder Leber oder Galle, Milz nicht mehr ganz so richtig arbeiten, weil sie einfach eben durch verschiedene Prozesse überlastet sind. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, von außen Verdauungsenzyme zuzuführen, um eben das Ganze überhaupt erstmal richtig aufzuspalten, damit es dann im Darm richtig aufgenommen werden kann. Weil das ist auch ganz oft auch bei Darmentzündungen ein großes Problem, dass halt einfach diese unverdauten Bestandteile im Darm vor sich hin gammeln, sag ich jetzt mal, und da eigentlich dann diese Entzündungsprozesse verursachen. Und wenn man hergeht und wirklich mit Verdauungsenzymen unterstützt, von vornherein kann man dem vorbeugen und kann halt seinen Körper wieder unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, sehe ich auch so. Wir haben auch die Erfahrung gemacht mit die Franziska, die Your Best Health, die macht ja diese ganzen Haarmineralanalysen, Auswertungen und so, und die hatte damals dann auch mir mal erklärt, dass bei vielen Leuten dadurch, dass die Mineralienmängel haben und so, dann auch die Enzyme und so nicht mehr gebildet werden können, so oder die Magensäure und alles. Ne? Das fand ich auch sehr interessant. Genau, das ist natürlich dann halt ein Teufelskreislauf, weil wenn du diese Enzyme entsprechend nicht mehr hast, kannst du dann halt auch alles, was von oben reinkommt, nicht mehr richtig verarbeiten, und dann geht es halt eigentlich immer weiter bergab, weil du dann halt immer weiter schlecht versorgt bist. Und da kann es eben dann helfen, mit so Verdauungsenzymen halt eigentlich rein zu grätschen und zu sagen, okay, damit sich das Ganze wieder stabilisieren kann und wieder einen normalen Fluss halt sein kann, gibt man die halt anfangs hinzu, damit der Körper die Nährstoffe wieder aufnehmen kann, seine Depots wieder auffüllen kann und sich da halt regenerieren kann. Ja. Hast du da irgendeine Empfehlung für bestimmte Enzyme? Oder also es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt ja verschiedene Enzyme, eben die Amylase zum Beispiel, ja, die für die Kohlenhydrate zuständig ist. Sinnvoll wäre es eigentlich, einen Komplex zu nehmen, wo möglichst alle verschiedenen drin sind. Oder aber man guckt halt wirklich über eine Stuhlprobe zum Beispiel, was sind denn für Verdauungsrückstände da? Also sind jetzt Fettrückstände da, sind Proteinrückstände da, und entsprechend, was dann eigentlich im Stuhl vorhanden ist, funktioniert dann halt nicht richtig, sage ich jetzt mal. Und da müsste man dann hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt Fett nicht richtig verarbeiten kann, bräuchte ich halt ein entsprechendes Enzym, was mir bei der Fettverdauung hilft. Ja, das erinnert mich daran. Wir haben damals, das habe ich auch bei mir selber mal getestet und so, und bei meiner Tochter, haben wir Cashewnüsse gegessen, es gab auch Polenta und solche Sachen, ne? Und da war dann halt das eben messbar, und da haben wir auch einfach eine Stuhlprobe ins Labor geschickt, ja. Und haben das dann rausgefunden, und dann dahingehend, ja, sinnvoll. Auf jeden Fall habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht, das über eine Stuhlprobe zu machen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Also jetzt auch für Erwachsene. Also es wäre eine Möglichkeit. Und im Prinzip kann man eigentlich, sage ich mal, damit jetzt nicht groß was falsch machen, wenn man jetzt wirklich mal diese Enzyme sich holt, so ein Fläschchen, und dann halt zur Mahlzeit jeweils dazu nimmt. Und innerhalb von ein paar Tagen sieht man da ja eigentlich schon eine Besserung. Ja. Also da, die musst du ja jetzt nicht irgendwie 10 Wochen nehmen, dass du da irgendwie eine Veränderung siehst. Eine Stuhlanalyse wäre natürlich der teurere Weg in dem Sinne, weil du da halt erstmal übers Labor oder über den Arzt dann halt gehen musst, wenn man halt auf der sicheren Seite sein möchte oder halt wirklich genau schauen möchte, hat man denn eigentlich die Verdauungsenzyme richtig dosiert? Weil da kommt es natürlich ja dann auch drauf an, wie viel produziert der Körper noch selber. Ja? Braucht er jetzt eine Kapsel oder müsstest du eigentlich zu jeder Mahlzeit 3 Kapseln nehmen, damit du das Fett, was da drin enthalten ist, wirklich abbauen kannst? Und das ist auch, oft denken Leute auch, dass es nur für Leute geeignet ist, die Krankheiten haben oder die generell irgendwelche, ich sag mal, Erscheinungen wie Laktoseintoleranz, Zöliakie haben und so weiter. Aber was ich mache, ist, dass ich auch, wenn ich irgendwie auswärts esse, so das letzte Beispiel war, dass wir so im familiären Kreis so beim Griechen essen waren, und da habe ich mir einfach 3 Kapseln oder 2 Kapseln Verdauungsenzyme und einmal Beta-Inhcl mitgenommen und habe das dann einfach mit eingeworfen, weil ich halt ja wusste, dass da Sachen drin sind, die nicht so optimal sind und auch, ja,
dass das schnell verdaut wird und ich das noch einfach unterstützen kann. Ja. Ja, ja, kann ich absolut verstehen. Also gerade beim Auswärtsessen ist es halt super schwierig. Und ich bin selber in der Gastronomie tätig, weiß, was da teilweise in manchen Restaurants für Sachen verarbeitet werden oder auch, also wie viele Fertigprodukte da halt einfach vorhanden sind. Auch irgendwelche Soßen, irgendwelche Convenience-Produkte, die halt einfach nur noch aufgetaut werden. Und wenn man sich da die Zutatenliste mal anschaut, ist es halt leider oft eine Katastrophe. Also man hat sich so weit wegbewegt von natürlichen Lebensmitteln. Da ist nicht nur der Zucker unser Problem, sondern halt auch viele andere Bestandteile, die dann drin sind. Aber wenn man halt auswärts essen geht, weiß man halt leider nie hundertprozentig, was man da auf dem Teller hat. Und da ist sowas, um den Körper halt zu unterstützen, eine ganz gute Sache. Und oder, dass man halt auch dann in Richtung Entgiftung, sage ich jetzt mal, geht und halt sowas wie Zeolit, Bentonit etc. Verwendet, gerade wenn man auch so eine nicht so gute, üppige Mahlzeit auswärts isst, um den Körper halt einfach zu unterstützen, diese Stoffe halt wieder aus dem System raus zu katapultieren. Ja. Ich glaube, wir können für die erste Folge jetzt, können wir ja eigentlich schon mal so einen kleinen Übergang machen. Und in der nächsten Folge dann mal drüber sprechen, was sind jetzt noch so Craving-Ursachen? Also wenn jetzt jemand also Cravings hat, ne, was ist da so der Hintergrund? Mhm. Wie kann ich generell Zucker auch reduzieren? Was ist zu viel Zucker? Woher kann ich überhaupt erfahren, wo wie viel Zucker drin ist? Ich glaube, das sind auch noch spannende Themen für die nächste Folge. Was hältst du davon? Ja, klingt super. Ja, okay. Dann liebe vielen Isi, Dank dir erstmal. Ja, genau. Bis zur nächsten Folge. Und ja, du als Zuhörer, danke fürs hierher zuhören und dann bis zur nächsten Folge mit der Isi zum Thema Zucker. Mach's gut, Isi. Bis dann, ciao. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Frag dich nun ehrlich, wie kannst du das hier Gelernte in dein Leben integrieren? Denn nur durch die Umsetzung wird dir Wissen wirklich helfen. Noch eine kurze Bitte. Schicke diese Folge an einen Menschen, dem das hier geteilte Wissen helfen kann. Damit unterstützt du nicht nur die Menschen, die dir wichtig sind, sondern auch den Bewusstsein und Physis Podcast. Danke und bis zur nächsten Folge.